So, herzlich willkommen zurück zu Remuttered. Ja, Herr Felton ist natürlich hier. Hat uns gerade gesucht unterm Bett. Wir mussten wieder dieses Symbol ist gekommen mit dem Kreis, wo wir ruhig halten mussten, um nicht entdeckt zu werden. Und ich hoffe mal, dass er jetzt weg ist. So, dann gehen wir weiter. Ich habe jetzt keine Ahnung, was wir eingesammelt haben. Wir können eigentlich auch mal kurz gucken. Okay, Metallkabel. Ein Metallkabel, an dem ein imposanter Kronleuchter aufgehangen war. Es ist mit dem Kronleuchter von der Decke ins Esszimmer gefallen. Trotz einiger Risse hält er viel aus. Pömpel. Ein Werkzeug. Es ist ein Gummisaugnapf an einem Stock. Okay, das ist das für die Badewanne. Das wissen wir. Aber was ist dieser Henkel? Ineinandergegreifender Henkel von einem Regal aus der Küche. Anscheinend gehört er zu einem Ofentür. Ah, alles klar. Okay, dann weiß ich, für was es ist. Hier, genau, hier war die Ofentür. Okay. Dann würde ich sagen, aktivieren wir das doch mal. Benutzen. Das wird wahrscheinlich für die Ofentür sein. Ah, okay, ich weiß, was da drin ist. Da müsste diese Filmaufnahmen drin sein. Ja, geil. Okay, Filmaufnahmen. Okay, dann haben wir das schon mal gefunden. Ich glaube, der kommt wieder, oder? Okay, wir können uns kurz mal angucken. Gut, es geht unterm Bett gar nicht. Ja, toll. Sorry, Leute, ich habe ein bisschen Husten. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Okay. Keine Ahnung, ob er jetzt kommt. Ich vermute mal, ja. Also Rosemarie macht sehr keinen Krach, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich, sobald sie irgendwas anfasst bzw. was findet, muss natürlich immer irgendwas runterfallen, kaputt gehen, Krach verursachen. Kann natürlich nicht ruhig vonstatten gehen. Das ist klar. So, die Frage wird jetzt sein, was machen wir? Gehen wir jetzt zur Mrs. Felton in das Zimmer und holen aus der Badewanne noch diesen Gegenstand und speichern dann? Oder gehen wir gleich in Mr. Feltons Büro, wo dieser Filmprojektor ist, wo wir diesen Hypnosesitzung angucken können, diese Film. Okay, ich gehe jetzt mal raus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, wo der rumläuft. Aber ja. Da geht's da rein. Oh. Okay, ich bin weg. Toll. Jetzt hier. Okay, da ist da vorne. Ich möchte eigentlich hier gerne raus, wenn es geht. Was hier raus? Naja, toll. Gas. Scheiß Seile immer da. Komm, mach das Ding auf. Mach doch die Tür auf, Mann. Hier geht's raus. Dann würde ich sagen. Boah, lauf.
Oh. This can't be real. You weren't invited. Junge, verpiss dich, ey. Oh. Alter, der ist ja schon da. Ja, ich halt ganz ruhig. Oh, la 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 la. Ja, tschüssi. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon richtig sind, ich hoff's. Es ist manchmal echt schwer einzuschätzen, ob sich die Schritte entfernen oder ob er jetzt wieder hierher kommt. Müsste der Raum sein. Was ich auch nicht verstehe, warum zieht die Frau nicht ihre Stöckelschuhe aus? Also ich meine, noch lauter geht's ja nicht, oder? Okay, die Toilette war, glaube ich, hier. Was? Ah ja, natürlich. Ich dachte schon, der kommt jetzt hier rein. Ey. Wahrscheinlich macht das auch wieder Krach. Vermute ich mal. Auch irgendwie eine Art Schlüssel oder keine Ahnung. Okay, da geht's noch irgendwo. Ah. Das müsste jetzt im Keller sein. Also, finde einen alternativen Weg, erkunde das Haus und untersuche das Verschwinden von Celeste. Finde das Objekt aus dem Abfluss, finde was auch immer du brauchst, um deinen Keller zu aktivieren, finde den verlorenen Film. Den Film haben wir gefunden. Finde den Schlüssel für die Pendeluhr. Collectibles haben wir auch. Aktionen. Okay. Ich würde jetzt gerne speichern. Das bringt uns nichts. Ich würde jetzt gerne speichern. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Lebensenergie könnte man eigentlich nochmal auffüllen. Okay, geht gar nicht. So, jetzt müssten wir theoretisch wieder ganz unten in den Keller rein. Und ich vermute mal, dass der Schlüssel, wo wir jetzt dann finden werden, vielleicht für die Pendeluhr ist. Ich weiß es nicht genau. Also wir könnten jetzt in Mr. Feltons Büro diesen Film angucken oder unten in den Keller den Schlüssel holen. Das ist eigentlich die Vorgehensweise, ja. Wäre, glaube ich, eigentlich egal. Ich würde mal sagen, da wir jetzt eh schon hier sind, gehen wir doch gleich mal in Dr. Feltons Büro. Oh Mann, dieser scheiß Husten. Ich tut mir echt leid. Ich kann es leider nicht ändern. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Hier müsste ja dieser Projektor sein, da vorne genau. Da legen wir diesen Film ein und dann können wir eigentlich auch schon beginnen.
Okay, wir müssen noch eine Batterie finden. Okay, den Film können wir ja schon mal einlegen. Jetzt müssen wir nur noch eine Batterie finden, alles klar. Was haben wir denn hier noch gefunden? Metallkabel. Radiusseil. Okay. Na gut, dann müssen wir jetzt hier noch eine Batterie finden. Okay. Sehr interessant. Fragt sich, wo kriege ich jetzt hier eine Batterie her? Batterie für einen Dia-Projektor, was ist das? Verteidigungsgegenstand. Das wird auch ein Verteidigungsgegenstand sein. Also ich glaube, diese Sachen, wo wir benötigen, die sind ja, glaube ich, sowieso gelb gekennzeichnet. Oder irgendwie gelb markiert. Ich mich recht im Sinn. Ah, warte mal. Ich könnte es mal kurz lesen. Da stand doch irgendwas drin. Ich bin im Film losgeworden, wenn sie ihre Hypnosesitze nochmal ansehen kann. Das ist gleich. Ich habe auch die Batterie der Pendeluhr ausgetauscht. Wir brauchen die Projekte nicht mehr. Okay, die Dings haben wir ja gefunden, den Film. Ah, alles klar, da müssen wir wahrscheinlich als erstes den Schlüssel unten holen, dann mit dem Schlüssel die Pendeluhr öffnen und in der Pendeluhr wird die Batterie für den Projektor sein. Vermute ich mal ganz stark, dass das so ist. Also dieses Spiel ist wirklich richtig, richtig geil. Also es macht richtig Bock. So ein bisschen eine Mischung aus The Evil Within, Outlast. Evil Within deswegen, weil man ja bei diesen Spiegeln speichern muss. Und Outlast in dem Sinne, weil wir uns ja auch in Schränken verstecken können, unter dem Bett verstecken können. Das konnte man ja in Outlast auch alles. Also so eine kleine, leichte Mischung aus beiden. Und das mit dem Herr Felton, wo da rumschleicht, ist eigentlich auch ziemlich cool gelöst. Okay, wir müssen jetzt ganz runter. Okay, weil es vor allen Dingen auch random, wo er rumläuft. Also er hat ja nicht immer seine gleichen Runden, wo er abläuft. Sondern je nachdem, wo halt gerade ein Geräusch zu hören ist, geht er dem natürlich auch nach. Oh! Okay. Da ist er nämlich schon. Ja, das wäre halt schön. Ja, echt cool, wenn der mal. Wenn die mal was machen würde. Irgendwie möchte sie das nicht. Sie möchte sich nicht verteidigen. Warum auch immer. Boah, ja, du blöde Kuh. Ist ja richtig schnell, ey, im Schuss haben. Oh mein Gott, ey, ist die schnell. This house is not open to the public. Komm, verpiss dich, blöder Gesichtkopf. Ja, das kennen wir ja schon, komm. Ja. Put the damn pills. Blöder Hund. Boah, ey, Leute. Ja, wie gesagt, ich hab's ja gerade angesprochen, es ist echt extrem random, wie er gerade rumläuft. Also je nachdem, was er gerade für ein Geräusch hört, geht er dem natürlich nach und man weiß nie, wann man ihn halt trifft. Und das macht die Sache halt echt umso schwieriger. Okay, jetzt sind wir schon mal da, wo ich hin wollte. Irgendwo hier muss dieser Abfluss sein. Hier ist es doch.
Wahrscheinlich macht sie da wieder so mega viel Krach, dass er natürlich nach uns sucht. Weil die Frau kann das ja nicht leise. Jetzt stöhnt sie erstmal extrem laut. Ja, natürlich. Komm jetzt, Mädel. Ernsthaft? Ah, vielleicht kann man hier irgendwas mit dem Seil aktivieren. Keine Ahnung, ob die das macht. Nö. Sieht nicht so aus. Finde irgendwas um Schraubenzieher, ja. Toll. Geil. Vielleicht kann man hier was mit dem Seil aktivieren. Metallkabel benutzen. Nö. Willst du ja auch nicht? Na gut, dann nicht. Dann lassen wir es halt. Da kann man wieder was aktivieren. Das machen wir jetzt auch schnell mal. So, was könnten wir benutzen, um dieses Gitter da hochzuheben? Ist jetzt die Frage. Hier kann man sich wieder verstecken. Finde einen Weg, um das Gitter im Keller hochzuheben. Ah, Mann, das ist aber auch schwer. Ich frage mich nur, für was dieses Metallkabel da, für was wir das verwenden können. Es ist ein kleines Speiseröhrchen oben. Sieh mal, so eine Kontrollpanel hier. Okay, das Kontrollpanel funktioniert hier nicht. Ich vermute mal, dass es irgendwas mit diesem Aufzug zu tun hat. Der ist ja nicht umsonst hier. Und da kommt schon wieder. This is my house. You cannot do this. Sicher. Also wie gesagt, hier unten kommen wir nicht weiter. Wir müssen also irgendeinen Weg finden. Alter, leckt mich am Buckel. Also wenn das nicht knapp war, dann weiß ich auch nicht.
Wo ist der jetzt bitte hergekommen? Warte mal. Ich gehe jetzt noch mal kurz. Okay, kann man ja nichts aktivieren, da war ja der Strom. Ging es auch nicht rein. Da war ja auch zu. Ne, da war nicht zu. Okay. Hallo. Stop, you stupid bitch. Stop, you bitch. Komm ich hier rein? Oh ja. Ja gut. Komm ich da rein? Nö. Geil. Komm, lauf zu, ey, du Blöde. Ganz. Don't go away. Who's here? You are. Ernsthaft? Boah, lauf zu, Mädel. Ja. Jetzt blickst du nicht mehr, gell? Ja, ja, brauchst gar nicht reingucken, da bin ich nicht. Oh, zurück. Da bin ich nicht. Nur keine Angst. Okay, Leute, dann würde ich sagen, suchen wir in der nächsten Folge irgendwie diesen Lift und dann probieren wir das mit diesem Metallkabel. Vielleicht können wir das irgendwie miteinander verbinden. Wenn wir diesen Lift aktiviert kriegen, dann denke ich mal, bekommen wir auch das Objekt, mit dem wir das Gitter unten öffnen können, den Schlüssel holen. Mit dem Schlüssel dann diese Uhr öffnen. Da sollte die Batterie für den Projektor drin sein und dann, ja, und so weiter und so fort. Das seht ihr in der nächsten, hoffentlich nächsten Folge, vielleicht übernächsten Folge. Wenn ihr nichts verpassen wollt, schaltet ein, abonniert mich, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lässt. Da ist er wieder, der Felden. Ja, ich sag bis immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.